Ja, vor mir Jan van Aken, Bundestagskandidat der Linken hier in Hamburg. Und ich habe einige Fragen zu Frieden und Abrüstung. Was willst du im Bundestag bewegen? Ich gehe vor allem für das Thema Frieden und internationale Politik nach Berlin. Und für die nächsten 4 Jahre habe ich mir genau 3 Dinge vorgenommen. Das eine ist eine Kampagne gegen Rüstungsexporte. Deutschland ist der 3. Waffenexporteur der Welt. Das zweite ist immer weiter raus aus Afghanistan. Die Bundeswehr darf nicht weiter im Ausland eingesetzt werden. Und der dritte Punkt, der liegt mir besonders am Herzen. Das ist die Frage, wie können wir eigentlich in Zukunft die UNO organisieren? Und was ist eigentlich linke Außenpolitik? Wir brauchen eine bessere Antwort auf die internationalen Konflikte, als nur zu sagen, keine Auslandsansätze. Wir müssen auch sagen, wie dann? Und meine Linie dabei ist, dass wir an die Wurzeln der Kriege heran müssen. Die meisten Kriege heute sind Ressourcenkriege, Kriege um fossile Energien, um Mineralien. Und da müssen wir heute eine schlaue Außenpolitik machen, damit bestimmte Regionen in 20 oder 30 Jahren nicht auch zur Kriegsregion werden. Was sagst du zu Rüstungsexporten? Dass Deutschland mittlerweile wieder 3. Waffenexporteur der Welt ist, ist für mich eigentlich nicht hinzunehmen. Ich denke, wir müssen hier eine breite Bewegung in Deutschland aufbauen, eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich gegen diese Rüstungsexporte stellt. Und das Ziel muss ganz klar sein, es wird überhaupt keine einzige Waffe in Zukunft mehr exportiert. Anfangen würde ich damit ganz sicher mit den sogenannten Kleinwaffen. Das hört sich niedlich an. Das sind aber die Maschinengewehre, die weltweit die meisten Todesopfer fordern. Und da ist Deutschland Vorreiter. Als erstes wäre es für mich also in den nächsten 4 Jahren eine Kampagne gegen den Export von diesen Maschinengewehren und danach auch alle anderen Waffen. Wie soll es in Afghanistan weitergehen? Die Bundeswehr muss raus aus Afghanistan. Und dann müssen wir den zivilen Aufbau in Afghanistan fördern. Die Bundeswehr ist ja mitschuld an der Eskalation des Krieges und mitschuld daran, dass die soziale Situation, die Sicherheitssituation sich da sehr viel verschlechtert hat. Im Moment geben wir über 500 Millionen Euro im Jahr für die Bundeswehr, für den Kriegseinsatz aus. Wenn wir das Geld in den wirklichen zivilen Aufbau in Afghanistan stecken, dann sind wir da in 5 Jahren sehr viel weiter, als wir jemals mit dem Militär kommen. Zu meiner vorletzten Frage, wie weit reicht deine Ablehnung von Auslandseinsätzen? Die reicht ganz weit. Ich bin gegen jede Art von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, solange es um einen Kriegseinsatz geht. Und da ist es auch relativ egal, ob der von der UNO abgesegnet ist oder nicht. Vor 18 Jahren, der Golfkrieg 1991, das war ein UNO-Beschluss. Trotzdem wäre ich dagegen, in so einem Falle die Bundeswehr dorthin zu schicken, denn die Bundeswehr hat im Ausland nichts zu suchen. Das Einzige, was ich tolerieren kann, ist, wenn es von allen Beteiligten in einem Konflikt den Willen gibt, dass es Blauhelme gibt, die vor Ort eine Bewaffnungsaktion überwachen zum Beispiel, ohne Kampfeinsatz, dann finde ich das in Ordnung. Aber jede Art von Kampfeinsatz im Äußeren, ob mit oder ohne UNO-Mandat, lehne ich ab. Ja, im Gespräch mit Jan van Aken, hier nochmal meine letzte Frage, wie stehst du zur NATO? Die NATO müssen wir auflösen. Die NATO ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg und ist natürlich ein ganz klares militärisches Bündnis. Es geht da um Militär und um Krieg und nicht um Sicherheit und Frieden. Das sehen wir jetzt, wo die NATO eigenmächtig ihr Operationsgebiet auf die ganze Welt ausgedehnt hat und Krieg führt. Was wir als Alternative brauchen, ist natürlich ein anderes Sicherheitssystem. Das muss ein ziviles Sicherheitssystem sein. So wie es die OSZE ja schon mal vorgemacht hat für Europa, wenn wir Russland und andere, auch außereuropäische Staaten mit einbinden können und dort gemeinsam an einem Sicherheitssystem bauen können, dann brauchen wir die NATO auf keinen Fall mehr. Ja, hier im Gespräch Fragen zu Frieden und Abrüstung mit Jan van Aken. Ich bedanke mich für das Gespräch.